da hier doch wirklich alles komplett nass ist und Boden gelegen hat, bereiten wir das Holz ein bisschen vor. Wir machen die nasse Rinde mal ab und versuchen, dass wir Holz für, dass wir den Hobel ordentlich anbekommen. Pfanne hat mir meine Oma zu Weihnachten geschenkt. Diese ist laut meiner Oma schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren oder so in Familienbesitz. Und da sie mitgekriegt hat, dass der André und ich jetzt öfter hier so einen Käse machen und irgendwo im Wald rumrennen wie die Idioten, hat sie gemeint, das wäre doch ganz cool, weil man die auch aufs Feuer stellen kann, und hat mir die geschenkt. Und deswegen werden wir heute die zum ersten Mal benutzen. Danke, Oma. Da wir eh schon am Dankesahn waren, vorhin wegen der Pfanne, noch ein ganz, ganz großes Dank an René Weyer für den abartig geilen Teamspan, den er uns zukommen gelassen hat. Vielen, vielen Dank dafür. War es super geile Aktion von dir. Checkt alle mal René Weyers Instagram-Account. Ich tue einen Link in die Videobeschreibung. Sehr geile Aktion, Dankeschön. Jetzt muss das nur noch mit dem Feuer machen klappen. Ja, vielleicht hier ein bisschen zu dem Ort, wo wir sind. Wir sind am Frifraloch bei Offenbach-Hundheim im Landkreis Kuse, also wieder im Glantal. Und Benjamin, kann ich mal kurz was zu der Geschichte hier, zu diesem Frifraloch erzählen? Also, es gibt eine Sage um dieses Frifraloch. Und zwar heißt es, dass vor Ewigkeiten, ich glaube eine Jahreszahl steht gerade dabei, eine Einsiedlerin, die sogenannte Freifrau, deswegen Frifra. Das Frifraloch heißt eigentlich Freifrauenhöhle. Nur reden die alle ein bisschen komisch, deswegen hat sich das wahrscheinlich so eingebürgert. Hier in dieser Höhle gelebt hat. Und man sagt, dass wenn, also sie war halt nachts, ist sie dann immer hier in den Bergen spazieren gegangen und so weiter. Wurde verjagt aus dem Dorf. Wurde verjagt, genau. Und man sagt, wenn man jetzt in der Walpurgisnacht nachts um 12 Uhr hierher kommt und keine Angst hat, sondern mutigen Schrittes hier diesen Berg erklimmt, dass man dann das ganze Glantal, auch Offenbach-Hundheim und so weiter, alles sehen kann, wie es damals ausgesehen hat, so in alter Pracht quasi. Mit den ganzen Klöstern. Mit den ganzen Klöstern und so weiter. Und dass man auch die Chorgesänge aus den Klöstern hört. Und allerdings gibt es dann einen Nachteil daran, wenn man das dann alles gesehen hat, nämlich, dass man
nie wieder was Schöneres sehen wird und deswegen einfach aufgrund von der Trauer, weil man weiß, dass man nie wieder was Schöneres erblicken kann, stirbt. Ein ganz großer Sehnsucht. Genau, man stirbt an der Sehnsucht nach der Frifra, nach dem Frifra-Loch oder wie auch immer. Das ist diese Sage um dieses Frifra-Loch, wo wir gerade sitzen. Ja, heute, das ist für uns ja Heimspiel, also es ist keine Wanderung, wir sind wirklich von mir zu Hause aus 10 Minuten hier hingelaufen. Da sind wir auch schon hier. Ich habe das große Glück, wirklich direkt am Wald zu wohnen. Ich würde sagen, nochmal René, vielen Dank für den Kienspan. An seine Oma ganz großer Danke für die Pfanne, die mir gleich einweihen werde. Und in diesem Sinne, Prost. Zum Wohl auf euch. Na, Kühlschrank brauchen wir keiner. Müssen wir das jetzt rausschmeißen? Markenerkennung und so weiter? Ist das Werbung? Sind wir nicht alle ein bisschen Werbung? Willkommen zu Jamie Olivers Kochshow. Nein. Das Feuer ist endlich so weit, dass wir auch die Pfanne mal draufstellen konnten und sollte mittlerweile auch ein bisschen Temperatur kriegen. Und da war es ja, wie schon gerade erwähnt, absolut nett weit hierher hatten, gibt es heute Luxusessen, nämlich Bratwürste mit Butter und Brötchen, die liegen da noch, und Käse. Und ja, das machen wir jetzt. Nam, 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 nam. Vielleicht kriegt der Ben auch eine Wurst, wenn er wartet. Er würde sich drauf freuen. Oh, da steht Bier. Wo kommt das her? Haha, es riecht schon. Du hast das nicht gerade aufgebaut, das läuft dahinter. Bevor sich jemand die Frage stellt, der Müll wird natürlich mitgenommen. Das sollte für jeden Mensch selbstverständlich sein, dass er nirgendwo seinen Scheiß rumliegen lässt. Gesündeste Käse überhaupt. Jetzt haben wir lecker gefuttert, alles wieder aufgeräumt und wir gehen weiter, noch eine kleine Runde mit Ben und dann geht's wieder nach Hause.
der anderen Seite haben wir zwei alte Fischweiher, die leider nicht mehr benutzt werden. Also das Wasser ist auch komplett gekippt mittlerweile. Und die liegen einfach hier brach und keiner kümmert sich drum. Sehr schade eigentlich dafür. Sind jetzt gleich wieder im Ort. Von daher, wir hoffen, das kurze kleine Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt uns einen Daumen nach oben. Über Abos freuen wir uns natürlich auch. Und wieder, euer Feedback ist uns wichtig. Vielleicht schreibt auch mal in die Kommentare, was wir filmen sollen, was ihr gerne sehen würdet. Oder ob das so in Ordnung ist oder wie auch immer, was euch interessiert. Schreibt es in die Kommentare, gebt uns Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.